Milka, Max, was ist das denn? Schoko und Cookie? Ja, eine nagelneue Version, die im Herbst 2020 in den Handel kommt. Wir probieren sie jetzt schon aus. Willkommen bei der Foodschau. Ja, ihr habt es gesehen im Vorspann. Milka, Max, Schoko und Cookie. Also schon bei uns, Ray, Schokolade und Cookie. Vielleicht lassen Sie es auch bei dem Namen. Ja, das ist eine Sorte, die werden wir im Herbst 2020 angeblich in Deutschland haben. Es ist keine deutsche Version, die hier ist aus Spanien, Tschechien und PT müsste polnisch sein. Ist PT polnisch? Könnte sein. Ich gucke gerade mal. Nee, Portugal, sorry, Portugal. Also das ist Tschechien, Portugal und Spanien, wo es die gibt bisher. Ja, die habe ich von den Kollegen aus dem Großhandel. Der hatte mir die zugeschickt, zugegeben. Wir kennen uns hier, wir wohnen nicht weit auseinander. Der hatte mir die vorbeigebracht. Die liegt hier schon ein bisschen länger. Wurde angekündigt, glaube ich, im März. Im März hat er die schon bekommen mit der Hinweis von mir, Mondelez, hey, die wird es Ende des Jahres geben, probiert schon mal. Und er hatte noch eine zweite Tafel, darum habe ich die zweite. Was ist es? Es ist eine Schokolade von Milka, wer hätte es gedacht, mit einer Schokoschicht oben. Also ich weiß nicht, ob man das hier gut sehen kann. Also Milka, Schokolade. Darunter eine Schokoschicht, dazwischen ein etwas dunklerer Schokokeks und dann wieder die Schokoschicht und wieder Schokolade. Also Schokolade mit Schokolade und Schokolade. Das ist ja auch ein Trend, der gerade kommt. Das habt ihr vielleicht in den Food News auch gesehen. Das geht ja jetzt gerade Leibniz auch an, dieses System Chock-Chock und Doppel-Chock. Also das ist jetzt so ein Trend, wo es da wieder ein bisschen hinschwappt. Kalorien, wie viel hat das gute Ding? 543 Kalorien auf 100 Gramm. Die ganze Tafel hat natürlich ein bisschen mehr, denn es sind 300 Gramm drin. Wir gehen jetzt in die Nahaufnahme und ihr könnt es euch einmal anschauen. Und ich kann euch sagen, ich finde sie optisch echt ansprechend. Ich bin gleich gespannt, ob es mir schmeckt, denn Milka ist mir an sich ja immer ein bisschen zu süß. Aber schauen wir mal, vielleicht ist die Version ja besser. Darum, bis gleich. Und wie schaut sie denn aus, die Schoko- und Cookie-Schokolade von Milka Max? Ja, hier seht ihr sie von außen. Überall ist also kleine Kühe drauf. Finde ich auch mal ganz süß. Und das ist das Innere. Ihr seht also unten Schokolade, innen drin eine cremige Schokolade plus den Kakaokeks plus nochmal obendrauf das gleiche wie unten. Das sieht schon lecker aus, das muss man einfach sagen. Wenn ihr sie nur aufbrecht, sieht das nicht so schön aus. Also man muss sie wirklich aufschneiden, die Kammern. Aber wenn die Kammern so gut gefüllt sind, hoffe ich gleich auf einen sehr guten Geschmack. Wir gucken einmal auf die Zutaten. Die haben wir jetzt nicht in Deutsch. Also wenn, müsst ihr das hier einmal übersetzen. Aber Nährwerte, Zahlen können wir erkennen. Und jetzt gehen wir in das Wichtigste. Wie schmeckt die neue Sorte für den Herbst 2020? Und wir sind wieder da. Und jetzt wird sie ausprobiert. Milka, Max, Choco und Cookie oder Coco. Coco, Choco, mir ist egal. Hauptsache, sie schmeckt. Ja, das war die gute von gerade. Also wirklich mit diesen zwei Schichten kann man die eigentlich abnehmen. Ich habe die gerade mal kurz im Kühlschrank getan. Oh ja, die kann man abnehmen. Das ist schon mal gut. Dann kann man sich das Einzelne nämlich gleich nochmal probieren. Dann lege ich mir das schon mal hier so hin. Da kann ich nämlich gleich mal gucken. Ja, perfekt, wie der Keks dann einzeln schmeckt. Ich probiere jetzt aber das Stück, was ich gerade schon mal angeschnitten hatte. Mal gucken, wie es in der Kombination erstmal schmeckt. Süß auf jeden Fall. Mega süß. Also es ist kein fester Kern. Ich versuche mir gerade mal irgendwas hier zu übersetzen. Letsche. Habe ich ja schon öfters mal gelesen dann. Aber das scheint eine Creme zu sein. Das ist keine feste Kakaomasse, sondern wirklich eine Schokocreme, die hier drin ist. Die nicht die Milka-Creme ist, das ist ohne Haselnuss, das ist wirklich nur Schoko. Ich finde es sehr, sehr süß. Also auch leicht bitter. Ich probiere jetzt gerade mal hier die Schokolade. Also, ach guck, guck mal an, hier ist ja fast nur Schokolade selber. Ja, das ist die typische Milka-Schokolade. Süß, schmilzt halt schnell. Und wie schmeckt das mit dieser Schokoladencreme da drin? Ja, die ist das Fiese.
Also die Schokoladencreme alleine ist so süß im Verhältnis. Das ist sogar nochmal die Süße der Milka-Schokolade sehr überdrückt. Der Keks selber ist knusprig. Ja, simpel, knusprig, ganz leicht kakaoig. Also, kann man machen. Ist für mich keine Favoritensorte. Das ist bei Milka ja meistens so. Es gibt wenig Milka-Schokoladen, die mir richtig von Hocker hauen, aber ja, also überleg gerade wirklich, in der Kombination ist das nicht schlecht, das ist keine schlechte Schokolade. Wer das also mag, dieses sehr süße Schokoladige, nicht, also das schokoladige Süße, was ich ja auch nicht so ganz toll finde, weil es manchmal so übertrieben ist, das ist hier, nicht durch die, kommt das wirklich durch die Schokocreme, die hier drin ist, das macht es wirklich sehr, sehr süß, vielleicht sogar für weiße Schokofans, weil es nicht zu intensiv schokoladig ist, was ich schade finde, ich fände es jetzt ein bisschen kräftiger oder herber besser gefunden. Würde ich mir die wieder kaufen? Nein, für mich ist sie nichts. Sie kommt jetzt aber bald in den Handel. Punktemäßig gebe ich der Tafel 3,5 von 5. Eine 3,5 von 5 ist es noch. Wie gesagt, der Keks ist gut, die Schokolade außen ist typisch Milka. Innen drin, wie gesagt, diese Kombination ist mir einfach. Ich habe was anderes erwartet. Ich habe es wirklich ein bisschen dunkler und kräftiger erwartet, nicht cremig. Und es ist nicht ganz mein Fall. Ihr könnt sie aber mit viel Glück ab Herbst probieren, außer Milka Keks vielleicht aufgrund Corona oder sonstiges nicht hin, sie doch in Deutschland zu bringen. Aber ihr wisst schon mal, sie wird nach Deutschland kommen. Milka, Schoko oder Koko und Cookie. Ihr könnt sie ausprobieren, aber wichtig, nicht Kokosnuss. ihr könnt sie bald ausprobieren. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr sie ausprobieren würdet, ob ihr euch davon was erwartet, ob es euer Fall ist. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wir sehen uns in eins der nächsten Videos bei der Foodshow wieder. Und ich werde die Tafel, denke ich mal, im Büro oder so verschenken. Mal gucken. Irgendeiner wird sie schon essen. Sie ist jetzt ja offen. Darum wird sie schon weggehen. Darum, bis denn. Wir hören uns. Ciao, euer Bob.